Hallo zu 7 Meter kurz vorm großen Rewe Final Four in der Barclaycard Arena in Hamburg. Die Rhein-Neckar-Löwen, der SC Magdeburg, die HSG Wetzlar und die TSV Hannover-Burgdorf stehen in den Halbfinals des DHB-Pokals und wollen am Sonntag den Titel holen. Wir haben für euch mal einen Blick auf die Ausgangslage fürs Wochenende geworfen. Das alles entscheidende Wochenende. Große Emotionen. Überkochende Stimmung. Das Rewe Final Four. Es geht um alles. Was wird 2018? Es treten an die Rhein-Neckar-Löwen. Der amtierende deutsche Meister stand bereits 3-mal im Finale, greift dieses Jahr insgesamt zum 11. Mal in Hamburg an. Die Ligasaison läuft für die Löwen rund. Sie präsentieren sich in Topform und die 3. Meisterschaft in Folge ist zum Greifen nah. Im Halbfinale treffen die Mannheimer auf den SC Magdeburg. Ein absolutes Topspiel. Von den letzten 4 Vergleichen konnten die Rhein-Neckar-Löwen 3 für sich entscheiden. Aber der Gegner ist richtig gut drauf, der SC Magdeburg. Als einziger der 4 Teilnehmer konnte der SCM den DHB-Pokal schon gewinnen. Und das gleich 2-mal. Der letzte Pokalsieg 2016, noch immer präsent. Die Ostdeutschen sind aktuell on fire. In der Liga auf Rang 3 und nach dem Rewe Final Four auch noch das EHF Cup Final Four in eigener Halle vor der Brust. Diese Saison könnte eine ganz große für Magdeburg werden. Zum 3. Mal mit dabei die HSG Wetzlar. Die Hessen gehen als Underdog ins Rennen. Mit Tabellenplatz 9 in der Liga sind sie auf dem Papier die 4. beste Mannschaft des Wochenendes. Doch dass der Pokal seine eigenen Gesetze hat, zeigte sich zum Beispiel, als der Verein noch als Zweitligist HSG Dudenhofen Münchholzhausen ins Finale 1997 einzog. Wetzlar muss im Halbfinale gegen Hannover ran. In dieser Saison konnten sie die Recken zuletzt 29-26 schlagen. Der Final Four Rookie, die TSV Hannover-Burgdorf. Zum allerersten Mal im Rewe Final Four dabei sind die Recken. In einer starken Saison der Niedersachsen sind sie aktuell Tabellensechster. Die Teilnahme am Rewe Final Four, eine noch nie dagewesene Chance. In der Liga stockt es bei den Recken gerade ein wenig. Im Pokal ging es bisher immer nur bergauf. Die Ausgangssituation fürs Wochenende ist also klar. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie die Verantwortlichen und Akteure die Situation einschätzen. Dazu haben wir nachgefragt beim Pressegespräch in Hamburg. Früher eine Schiffsschraubenfabrik, heute ein stylischer Rewe-Markt und die Location für das Pressegespräch zum Rewe Final Four 2018. Vertreter der 4 Halbfinalisten stellten sich hier den Fragen der zahlreichen Journalisten. Wenn am Wochenende der Kampf um den DHB-Pokal in die finale Runde geht, treffen im 1. Halbfinale der Sieger von 2016, der SC Magdeburg, und die Rhein-Neckar-Löwen aufeinander, die zum 11. Mal dabei sind. Das ist schon eine Herausforderung für uns, aber wir nehmen diese Herausforderung gerne an. Für uns könnte es schlechtere Zeitpunkte geben für dieses Spiel. Wir haben über Wochen, über Monate uns relativ stabil präsentiert, nehmen eine gewisse Euphorie mit in dieses Halbfinale und hoffe, dass wir diese Euphorie auch noch nach dem Halbfinale haben. Ich glaube, wir haben 4 sehr, sehr interessante Mannschaften hier, die alle das Potenzial haben, den Pokal zu gewinnen. Wir haben mit Magdeburg natürlich eine Mannschaft, die einen riesen Lauf hat, die Hannover jetzt deutlich zu Hause geschlagen hat. Also die werden heiß sein, wir auch. Und ich glaube, dass die Mannschaft, die kämpferisch das meiste reinigt, auch ins Finale einziehen wird. Ich hoffe, dass wir das sein können, aber wie gesagt, das werden sehr, sehr lange 16 Minuten oder auch mehr. Es wird ganz sicher ein heißer Tanz zwischen den beiden Top-Teams. Und auch das 2. Halbfinale hat einiges zu bieten. Die Final Four Neulinge von der TSV Hannover-Burgdorf gegen den 2-maligen Finalisten, die HSG Wetzlar. Ich glaube, zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind es einfach 2 Spiele, die an 2 Tagen zu bestreiten sind. Also sprich, die Tagesform entscheidet. Und wir haben dieses Jahr schon deutlich mehr gute als schlechte Leistungen gezeigt. Insofern habe ich die Hoffnung, dass wir es schaffen, speziell jetzt erstmal am Samstag, nahe einer Idealleistung alles in die Waagschale zu legen und um die Möglichkeit zu haben, am Sonntag noch spielen zu können. Wir haben sicherlich immer mal wieder
alle paar Wochen oder Monate ein Highlight. So, ja, gegen Kiel gewinnt man nicht so ohne weiteres, auch wenn Kiel im Umbruch ist. Aber man muss auch Hannover erstmal schlagen oder Melsung. Aber wir haben natürlich auch so an anderen Tagen Probleme und ich hoffe, dass das halt eine Stunde ist, die man dann hinterher als Sternstunde des Wetzlarer Handballs bezeichnen kann. Noch gibt es wenige Resttickets für das Event in der Hamburger Barclaycard Arena. Mehr als 13.000 Zuschauer und Fanblogs, die alles geben werden, um ihr Team nach vorne zu peitschen. Es werden ganz besondere Tage, auf die sich auch Rewe und die DKB Handball Bundesliga freuen. Das Final Four wird seit Jahren in Hamburg ausgetragen. Es wird in der Barclaycard Arena ausgetragen, mit der wir seit langen Jahren eine Kooperation haben. Und allein die Sportart, der Sport an sich, in Verbindung dann mit der Barclaycard Arena, ist für uns eine ganz tolle Sache, auch gerade hier in der Region uns zu präsentieren. Und die Zusammenarbeit mit allen Veranstaltern ist sehr kooperativ und für uns einfach nur toll. Die Vergangenheit hat uns eigentlich gelehrt, dass nicht unbedingt immer die Mannschaft, die in der Bundesliga am dominantesten ist, in diesem Falle die Rhein-Neckar-Löwen, am Ende auch dann den Pokal in Händen halten werden, sondern dass hier alles möglich ist, dass es darauf ankommt, wer an dem Wochenende die beste Performance hat, die meisten PS auf die Straße bringt und wer es auch versteht, wirklich mit dieser Situation hier umzugehen. Und das hat in der Vergangenheit dann schon auch etliche Überraschungssieger gegeben, aber in jedem Falle waren es hart umkämpfte, enge Spiele und das erwarte und erhoffe ich mir natürlich auch für dieses Wochenende. Vergessen sind die Liga-Platzierungen. Die Karten werden neu gemischt. Wer DHB-Pokalsieger und damit Nachfolger des THW Kiel wird, ist völlig offen. Garantiert sind aber drei packende Pokalfights am Wochenende in Hamburg. Auch in dieser Woche hat sich ein Verein unserer Club-Challenge gestellt und die SG Flensburg-Handewitt schickt Marius Steinhauser ins Rennen. Das solltet ihr euch unbedingt ansehen. Ich habe schon ein bisschen trainiert mit Mahé zusammen, haben wir uns hier immer nach dem Training hingestellt und die beste Technik ausgefeilt. Jetzt schauen wir mal, ob das was geholfen hat oder ob das einfach nur sinnlose Zeitverschwendung war. Aber ich denke, ich hole das Beste raus und will die Jungs da jubeln hören. Was war denn die Bestleistung im Training? Also ich glaube, wir haben beide einmal 10 von 10 gemacht. Aber das ist ja Training, ne? Jetzt schauen wir mal. Da hocken 16 Spieler, die wollen alle, dass 10 Bälle reingehen. Aber damit muss man ja umgehen können, wie immer. Also der eine ärgert mich doch, weil Pfosten raus ist scheiße. Aber 9 ist schon gut und ich denke, jetzt habe ich die Führung da übernommen. Ich hoffe, jetzt kommen die letzten 3, die machen da nichts mehr und dann schauen wir mal. Marius Steinhauser übernimmt die Führung in der Club-Challenge. Herzlichen Glückwunsch zu starken 9 Treffern. Zurück zum Wochenende, denn alle Spiele des Rewe Final Four gibt es live im Free-TV zu sehen. Wir haben alle Infos nochmal für euch zusammengefasst. Schaltet ein. Am Samstag startet das Rewe Final Four mit dem Top-Duell zwischen dem SC Magdeburg und den Rhein-Neckar-Löwen. Halbfinale Nummer 1 seht ihr ab 15 Uhr live im Ersten. Der zweite Finalteilnehmer wird zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und der HSG Wetzlar ermittelt. Sky Sport News HD überträgt das zweite Halbfinale ab 17.30 Uhr. Den großen Showdown, das Finale um den DHB-Pokal, gibt es dann am Sonntag live im Ersten ab 15 Uhr. Alle Spiele live im Free-TV. Das solltet ihr nicht verpassen. Die Rhein-Neckar-Löwen, Magdeburg, Wetzlar oder Hannover. Die Spannung steigt und wir freuen uns auf euch beim Rewe Final Four. Entweder live in der Barclaycard Arena oder an den TV-Bildschirmen. Und in 2 Wochen melden wir uns dann mit dem Liga-Endspurt wieder. Am 16. Mai gibt's 7 Meter. Ich freue mich drauf. Bis dann.